Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Heute werden wir uns endlich, wie eigentlich, was ich eigentlich schon letzte Folge, Woche wollte ich sagen, Folge machen wollte, so rum. Wir werden uns heute mal ein wenig um die Tür kümmern. Dass wir da die entsprechende Schaltung reinbekommen. Dass das Ding auf und zu geht, so wie es soll. Und dazu ist mir auch ganz witzig, ich war nicht ausgeleuchtet. Hier sind immer wieder mal Zombies gespawnt. Ja, dazu brauchen wir als allererstes. Wir werden uns eine Mod zugute ziehen. So, wir brauchen natürlich erstmal Redstone. Wir brauchen. So, wir brauchen für die Sticky Pistons. Wir brauchen erstmal 6 Stück davon. Wir brauchen Pisten und wir brauchen so einen. Das heißt, Holz, Koppel, also halt hier irgendein Cobblestone, nehmen wir jetzt Rhyolith. Und ein bisschen haben wir hier oben Metall. Redstone haben wir auch da. Das sollte dann also passen. Jawohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück brauchen wir davon. Dann brauchen wir Sticky Pistons. 6 Stück. Die haben wir schon mal. Wir brauchen Redstone, wir brauchen Druckplatten. Dafür würde ich ganz gerne Carpenter-Druckplatten verwenden. Dafür brauchen wir Carpenter-Blöcke. So, und zwar 1, 2, 3, 4 Druckplatten. Wir brauchen Redstone, wir brauchen unter anderem noch eine, beziehungsweise besser gesagt, eigentlich zwei Redstone Torches. Und das war's. Ein Redstone. Oder? Das soll es eigentlich gewesen sein. Okay. Aber bevor wir anfangen zu bauen, schlafen kann ich jetzt leider nicht. Ah ne, wir brauchen ja noch was. Wir machen uns eine Mod zugute, nämlich, ich weiß gar nicht, wie heißt die? Dürfte die hier sein? Redstone Paste heißt die Mod sogar direkt. Na, schau mal an. Wir brauchen nämlich 12 Redstone Paste. Diese Redstone Paste kann man nämlich, ich kann das mal kurz demonstrieren, senkrecht verlegen. Und das ist super nützlich. Da können wir uns nämlich einiges an Platz sparen. Ich habe das Ganze schon mal extra im Creative mal vorgebaut und mir da so unterschiedliche Designs angeguckt. Und das ist eigentlich wirklich das Beste, was wir machen können. Und deswegen machen wir es so. So, pass auf. Ich pack mal die Fackeln auf die 1. Dann machen wir hier eine Fackel hin, dann können wir uns die nämlich sparen. So, wir brauchen erstmal hier unsere Sticky Pistons, die nach vorne zeigen. Nein. So. Dann machen wir uns hier auch nochmal auf, weil wir hier sowieso nochmal rein müssen. Den Sticky Piston hätte ich gerne wieder. So, hier müssen wir ein bisschen runtergraben. Wobei eigentlich auch gar nicht so tief. Oh Gott, das kann ja was werden hier. So, pass mal auf. Okay, wir fangen erstmal hier an. Hier kommen natürlich, wie sollte es anders sein, Druckplatten hin. So. Das Signal der Druckplatten muss dann natürlich aufgenommen werden. Das ist eigentlich sogar eine recht einfache Schaltung. Hier auch. Zack, zack. So. Ja, muss natürlich aufgenommen werden. Hier können wir eigentlich sogar schon wieder zumachen. So, machen wir mal so. Ich mache den jetzt mal kurz hier so zu, dass ich hier noch die Pistons hinbekomme. So. Warte mal. Stimmt das jetzt? Ja, das stimmt jetzt. Okay. Dann geht das Ganze hier durch. Ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, was ich hier alles mache, aber das ist nicht so tragisch. So.
Kommt hier durch bis hierhin, dann haben wir hier Erde. Bisschen zu tief, oder? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz die Erde an. Sind wir? Nein, wir sind nicht zu tief. Oh, verdammt, wir brauchen doch noch mal mehr Redstone Paste dann auch. Ich muss ja noch mal hier. Wir brauchen doch noch mal mehr Redstone Paste. Mein Fehler. Zack, wir brauchen nämlich genau 16. So, jetzt aber. Okay. Es ist, wie gesagt, eigentlich ganz, ganz easy, die Schaltung. Hier, jetzt muss ich kurz gucken. Zack. Genau. Hier invertieren wir nämlich das Signal. Nein, das war noch zu früh. Noch ein weiter. Genau, hier. So, jetzt haben wir's. Na toll. Halt die Klappe, Skelett. Ich hab zu tun. So. Hier können wir auch zumachen. Und hier invertieren wir jetzt das Signal. Genau so. Hier brauchen wir Blöcke. Und ihr hört schon, die Pistons fahren aus. So, das ist jetzt uns sehr kontraproduktiv hier. Wir graben uns hier nochmal kurz ein bisschen hoch. Ey! Spinnst du? Ja, wir haben hier drin nicht ausgeleuchtet, beziehungsweise hier können natürlich Mobs immer mal hochkommen. Deswegen machen wir da mal kurz zu. So. Und hier, ich habe nämlich, hab ich gar nicht gesagt, ich habe den Boden schon mal ausgetauscht gegen Spruce Wood. Ich musste nämlich ein bisschen warten, bis wir genug Resin hatten. Also bis genug neue Bäume gewachsen waren für Resin. Und da hatte ich ein bisschen Zeit, da dachte ich mir, yo, tauschte halt den Boden gleich mal aus. So, ja, mehr Fackeln habe ich nicht, das soll jetzt erstmal reichen. Gut, hier sieht man schon, der untere ist schon ausgefahren. Wieso kann ich hier... Die Fackel, verdammt. Der ist jetzt auch ausgefahren und... Der ist auch ausgefahren. Und theoretisch sollte es jetzt... Oh. Moment mal bitte. Hier. Entschuldigung, ich brüte nämlich gerade noch so die letzten Reste einer Erkältung aus. Und das sind jetzt noch so die Nachwirkungen, dass die Nase immer mal noch ein bisschen läuft und ich mich mal vielleicht kurz schneuzen muss, damit ich euch hier nicht einen vorschnief. So, die Seite läuft schon mal. Dasselbe machen wir jetzt nochmal auf der Seite. Das heißt, hier geht es dann sowieso hoch. Hier müssen wir durch und dann auch hoch. Ich gehe jetzt mal hier nochmal in den Schacht runter. Zack, zack. So, hier genau. Zack. Das ist schon der befeuert wird mit Redstone. Das passt also. Warte, welcher? Nein, wir müssen noch einen nach hinten. Wir müssen noch einen nach hinten. Wir müssen nämlich nach hier. Genau. Hier kommt der Inverter ran dran. Hier invertieren wir das Signal. Genau. Und hier gehen wir mit Redstone dann letzten Endes wieder hoch. Hier machen wir auch nochmal auf. Dass wir dann wieder easy rein und rauskommen. So, perfekt. Hier kann man natürlich jeden beliebigen Block nehmen, den man nur will. Hier ein Gefackel wieder im Weg. So. That easy. Das war's. Und wenn wir jetzt nämlich hier drauf gehen, zack, geht's auf und zu. Hier packen wir die zwei noch hin. Und zack, geht's wieder zu. Genau. Perfekt.
Ja, wie gesagt, ist an sich eigentlich nicht weiter schwer. Es ist hier einfach nur das Signal, was wir invertieren müssen, damit es halt quasi genau andersrum ist. Also sprich, wenn kein Signal oder ja, kein Signal hier gegeben wird, dass es aufgeht. Nein, wenn kein Signal gegeben wird durch die Druckplatten, dass es zu bleibt, dass es zu ist, dass die Pistons quasi ausgefahren, also so gesehen eingeschalten sind, obwohl ja nichts ankommt. Und wenn wir draufgehen, dass es ausgeht und die Pistons sich einfahren. Ja, das ist es an sich eigentlich schon. Wir müssen hier dann nur wieder verkleiden. Das hatte ich ja hier weggerissen. Hier können wir auch wieder eigentlich den Rest so ein bisschen zoomen. Na gut, den vielleicht jetzt nicht unbedingt. Es reicht eigentlich auch erstmal, wenn wir das hier mit Erde machen. Das ist völlig ausreichend. So, dann können wir hier wieder zumachen. Zack, zack. Und hier wieder zumachen. Und hier bauen wir wieder erstmal unsere Mauer. Es wird hier nachher dann auf alle Fälle noch schöner gemacht, der Türrahmen. Da werden wir uns dann aber vielleicht. Wobei, wir haben noch Zeit, gell? Okay. Wir haben noch Zeit, das heißt, das können wir eigentlich auch jetzt noch machen. Wir testen nochmal kurz die Tür. Perfekt. Okay. Dann machen wir den Rahmen vielleicht doch auch noch jetzt gleich. Und zwar brauchen wir dafür. Die hier, die reichen aber bei weitem nicht. Okay. Haben wir noch Sticks? Sticks haben wir noch. Dann machen wir nochmal kurz ein paar Carpenter-Blöcke. Rum. So. Hallo? Okay, 28, das sieht auf alle Fälle schon besser aus. Dann kloppt man das hier doch nochmal schnell weg. Zack, 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 zack. Genau. Zack, zack. Und hier auch wieder. Nein. Vielmehr so. Perfekt. Gut, da müssen wir natürlich den Boden dann noch auswechseln. Da muss die Erde dann doch nochmal weg. Da muss dann natürlich Spruce hin. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss mich nochmal ganz, ganz kurz eben schneuzen. Moment bitte. So, natürlich dann, wenn man es am allerwenigsten brauchen kann, läuft die Nase. Wie soll das anders sein? Hallo? Wieso? Willst du mich verarschen? Alles klar, er will sich wohl nicht selber verbinden. Na gut, das machen wir dann nachher gleich halt. Wohl oder übel manuell. Hatte ich auch noch nie, dass der sich nicht automatisch dann verbindet. Seltsam. Nein, nicht so. So, so. So, so, so. So, so. Und so. Und so. Okay, und dann müssen wir uns kurz einen Hammer machen, einen Carpenter-Hammer. Das haben wir aber auch gleich. So, und zwar machen wir nämlich hier nochmal ganz, ganz kurz Carpenter-Blöcke. Und dann machen wir uns einen Hammer. Zack. Und mit dem richten wir das mal da ganz, ganz kurz. So, einen Moment. Nein. 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 Jawohl, so. Nein, jawohl. Das sieht gut aus. Und hier das Ganze auch nochmal.
Noch ein genau. So, 1, 2, 3, 4. Der sollte. Ja, da war auch schon. So. Sehr gut. Und da packen wir jetzt die wieder drauf. Zack, 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 zack. Wie gesagt, später soll das alles ja mal aus Stein sein. Da haben wir schon wieder keine Materialien mehr. Gut. Wir gehen nochmal kurz pennen. Tür funktioniert auf alle Fälle schon mal. Das ist sehr erfreulich. Wir nehmen das nochmal mit und wir brauchen nochmal ein bisschen Spruce Wood. So, pass auf, dann machen wir hier jetzt noch kurz fertig zu. Zack, 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 zack. Die können wir auch verkleiden. Hier kommt das rein. Hier müssen wir mal gucken. Wir haben noch keinen. Das werden halt jetzt erstmal solche. Weil wir noch keine. Oh, und hier, das muss auch noch. Das machen wir auch noch aus Spruce Wood. Perfekt. Okay, sehr gut. Damit wäre die Tür fertig. Ja, wie gesagt. Wir müssen draußen, beziehungsweise wir werden ja wahrscheinlich eh in irgendeiner Art und Weise einen Weg machen. Der. Oh, hier ist noch Redstone drin. Das kommt wieder hier rein. Zack, genauso wie das Eisen, meinetwegen. Das kann man hier mal reinpacken und den restlichen Scheiß sortieren wir da mal rein. Hier haben wir noch Holz. Zack, zack. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben keine Fackeln mehr. Okay, dann machen wir noch schnell Fackeln. Vielleicht gleich so ein bisschen auf Vorrat. Kohle haben wir ja schließlich genug. So. Zack, 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 zack. Zack. Und wir könnten vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen essen machen. Zack, zack. Machen wir uns gleich nochmal ein paar Hamburger. Sehr gut, genauso. So, die alle rüber und rüber. Und die tauschen wir mal so aus. Okay. Gut, dann haben wir zu essen auch gleich wieder was. Also die Pfanne sollten wir vielleicht nicht wegwerfen, sondern behalten. Wir können an sich auch gleich noch mal ein bisschen Brot machen. Und das Ganze hier reinschmeißen. Oh, hier ist noch. Hier ist ja noch Eisen. Und gar nicht mal so wenig. So. Jetzt aber. Zack. Zack. Also das Eisen haben wir eigentlich hier unten. Machen wir mal so. Wunderbar. Okay. Tür ist fertig. Ich bin fertig. Folge ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War, wie gesagt, so ein erster kleiner Einblick, was man mit Redstone alles so machen kann. Da wird auf alle Fälle, denke ich mal, noch einiges mehr kommen, was ich hier machen will. Platz haben wir ja mehr als genug. Insofern haben wir zumindest mal eine schöne Tür. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.